Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag Ihnen allen, die Sie uns jetzt hören. Herzlich willkommen. Ja, wir sind heute bei einer weiteren Veranstaltung Transfer und Vernetzung. Es geht um die Umsetzung der Pflegeberufe Reform 2020. Vielleicht sind Sie bei der ersten und zweiten Veranstaltung schon dabei gewesen. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns das einfach doch mal in den Chat. Das ist übrigens auch schon ein wichtiges Stichwort. Da komme ich gleich nochmal drauf. Mein Name ist Sandra Wischollig und ich begleite Sie für die nächsten anderthalb Stunden durch diese Veranstaltung. Sie haben das Thema schon gesehen, Praxisanleitung, alles neu, Fragezeichen. Und was alles neu ist oder was bleibt, wie es war, das möge für Sie nachher wie ein großes, dickes Ausrufezeichen am Ende dieser Veranstaltung für Sie klar sein. Wir freuen uns, dass Sie da sind und wir möchten natürlich auch, dass Sie an dieser Veranstaltung ganz lebendig und aktiv teilnehmen können. Und da sind wir wieder beim Stichwort des Chat. Sie haben eine Chat-Funktion, wenn Sie unten rechts schauen auf Ihren Bildschirm, dann können Sie dort über die Tastatur etwas aufschreiben, denn wir möchten natürlich nicht nur erfahren, ob Sie das erste, zweite oder dritte Mal bei unseren Veranstaltungen dabei sind, sondern wir möchten auch, dass Sie Fragen stellen zu dem, was wir heute im Programm haben. Das sind zwei Inputs, die Sie wie eine Art Film sehen werden. Und diejenigen, die diese Inputs gestaltet haben, sind natürlich uns heute dann auch live zugeschaltet. Die sehen Sie dann anschließend und dann wollen wir im Gespräch sein. Am liebsten mit Ihren Fragen, die Sie uns gerne alle eben in diesen Chat schreiben. Gerne schon während des Zuhörens. Wir lesen sie vor, wir haben dann Zeit, ausführlich darauf zu antworten und versuchen immer ganz bei Ihnen zu sein. Der Chat ist so gestaltet, dass Sie etwas hineinschreiben können, wir das sehen, also diejenigen, die den Input heute gestaltet haben und ich auch, dass es aber nicht für alle sichtbar ist. Das ist vielleicht doch mal ein wichtiger Hinweis. Also wundern Sie sich nicht. Wir lesen sozusagen mit und können deshalb Ihre Fragen nachher auch live für alle Hörer stellen. Vielleicht noch ein, zwei Hinweise zu unserer Veranstaltung. Natürlich wird die Veranstaltung aufgezeichnet und am Ende sage ich Ihnen gerne nochmal, wie Sie diese Veranstaltung ein zweites Mal hören und sehen können. Sie bekommen einen Link dazu geschickt über den Newsletter, wenn Sie schon beim Pflegeforum angemeldet sind. Ansonsten sage ich Ihnen nachher noch eine E-Mail-Adresse, wo Sie das nachholen können. Und Sie sehen in den Videos auch die eine oder andere Präsentation. Auch die ist für Sie noch zugänglich auf der Seite des Ministeriums. Sie sehen es hinter mir auch schon, das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz, das MSGIV, MSGIV, wie auch immer Sie diesen Begriff kennen. Ja, jetzt vielleicht noch ein, zwei technische Hinweise und dann soll es aber auch losgehen. Wenn Sie mögen, können Sie natürlich Ihre Kamera ausschalten. Das spart immer mal ein bisschen Energie. Und wichtig ist ja, dass Sie sehen, was hier vorne sozusagen passiert. Und wenn wir gleich starten, dann wird auf Ihrem Bildschirm oben links ein kleines rotes Fenster erscheinen. Das dürfen Sie wegklicken, wenn Sie auf das X klicken. Das ist für uns nur technisch wichtig, dass wir sozusagen... Wir brauchen das. Sie brauchen das aber nicht. Kleines rotes Fenster oben links, gleich wenn der erste Input startet. Einfach auf X klicken, dann haben Sie noch eine bessere Sicht. Ja, das sind, glaube ich, die erstmal wichtigen Dinge. Bevor es losgehen soll, sollen Sie natürlich noch wissen, worum geht es überhaupt im ersten Input. Wir haben es übrigens sehr paritätisch gelöst. Erst kommt eine Dame zu Wort und dann ein Herr. Und die Dame ist Frau Andrea Westphal. Sie gehört mit ins Projekt Nexa. Das kennen Sie vielleicht, sonst erklären wir nachher, was sich dahinter verbirgt. Das ist ein Projekt der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Und ja, Sie werden sie gleich sehen und sie wird Ihnen ganz viel davon erzählen, wie es von dem Rahmenausbildungsplan zur individuellen Anleitung kommen kann. Ja, und jetzt dürfen Sie sich anders als sonst wahrscheinlich in Ihrem Arbeitsalltag genussvoll zurücklehnen. Wir wünschen Ihnen eine störungsfreie Zeit und natürlich volle Aufmerksamkeit, um unserem ersten Input zu folgen. Und ich wünsche Ihnen, das darf an so einem ganz normalen Tag auch mal sein, auch viel Vergnügen dabei.
Dann begrüße ich Sie auch von meiner Seite aus ganz herzlich zu diesem Vortrag, der lautet vom Rahmen Ausbildungsplan zur individuellen Anleitung. Darüber möchte ich Ihnen etwas erzählen. Und wir fangen direkt an. Ich habe ein Bild mitgebracht, das das Ganze etwas verdeutlichen soll, worum es hier heute geht. Sie sehen hier eine Praxisanleiterin, das ist die Dame mit dem Kleid, und eine Auszubildende in der Ausbildung zur Pflegefachfrau in dieser neuen generalistischen Ausbildung. Die beiden haben festen Boden unter den Füßen, wie Sie hier sehen kann. Dieser feste Boden ist der Rahmenausbildungsplan, den die Fachkommission im August letzten Jahres, also 2019, veröffentlicht hat. In den Händen hält die Praxisanleiterin einen großen Schirm. Die ganze Ausbildung wird von diesem Schirm überspannt. Das soll den betrieblichen Ausbildungsplan symbolisieren. Und so wie dieser Schirm verschiedene Felder hat, also verschiedenfarbige Felder, ist auch die Ausbildung in verschiedene Abschnitte gegliedert. Einmalseits innerhalb der Ausbildungsorte, der Einsätze in der Praxis, aber auch inhaltlich mit verschiedenen Schwerpunkten versehen. Dieser betriebliche Ausbildungsplan liegt in der Verantwortung des Trägers der praktischen Ausbildung, also des Arbeitgebers der Auszubildenden. Das habe ich hier mal in dem Bild mit dem Haus im Hintergrund, mit dem Kreuz versucht zu symbolisieren. Manche Träger übertragen die Aufgabe, einen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen, an die Schulen, an die Pflegeschulen. Manche haben aber auch eigene Ausbildungskoordinatorinnen, die das übernehmen. Wer auch immer den betrieblichen Ausbildungsplan macht, er muss eng mit der Schule und mit allen Einrichtungen zusammenarbeiten. Deswegen stehen hier beide Gebäude, also die Schule und der Einrichtungsort oder die Institution, ganz eng beieinander. Die Praxisanleiterin hat in den Händen den individuellen Ausbildungsplan. Das heißt also, da konkretisiert sie mit der Auszubildenden gemeinsam, was genau an ihrem Einsatzort gelernt werden soll. Aber letztlich liegt natürlich das Lernen in der Verantwortung der Auszubildenden selbst. Die zeigt in unserem Bild, wo es lang geht. Sie zeigt in die Zukunft. Da will sie ja hin. Sie möchte irgendwann mal ein Examen bestehen. Sie möchte vermutlich eine gute Pflegefachfrau werden. Sie hat eigene Motive und Interessen, die sie verfolgt. Und sie ist verantwortlich, und das hält sich hier in den Händen, für den Ausbildungsnachweis. Also sie muss ihre Lernerfahrungen und ihren Kompetenzerwerb dokumentieren. Das ist ihr Job. Ja. Und diese einzelnen Elemente, die möchte ich Ihnen jetzt noch ein bisschen genauer erläutern. Wir beginnen mal mit dem Rahmenausbildungsplan. Der Rahmenausbildungsplan, wie gesagt, wurde von der Fachkommission veröffentlicht. Das heißt, es ist eine Empfehlung auf Bundesebene. Es gibt in den einzelnen Bundesländern durchaus auch noch länderspezifische weitere Vorgaben. Der Rahmenausbildungsplan gibt ganz grob an, was in welchem Ausbildungsabschnitt wo im Lernort Praxis gelernt werden soll. Das heißt also, für jeden dieser Ausbildungsabschnitte gibt es erstmal eine kleine Einleitung. Was kann hier gelernt werden? Was ist das Ziel dieses Einsatzes? Und das gilt einmal für den Orientierungseinsatz, für den Pflichteinsatz im ersten Ausbildungsdrittel, Pflichteinsatz im zweiten Ausbildungsdrittel, dann für die Pflichteinsätze in Pädiatrie und Psychiatrie gibt es nochmal extra Ausführungen und dann auch für den Vertiefungseinsatz im dritten Ausbildungsdrittel. Das heißt also, in dieser Einleitung wird schon mal grob umrissen, worum es geht. Beim Orientierungseinsatz steht da zum Beispiel, dass die Auszubildenden einiges kennenlernen sollen, dass sie auch schon schrittweise an die Aufgaben herangeführt werden sollen und dass sie aber auch am Ende des Ausbildungseinsatzes, also des Orientierungseinsatzes, auch schon selbstständig Aufgaben übernehmen sollen bei Menschen mit einem geringen Grad an Pflegebedürftigkeit. Das steht da drin. Und dann im Folgenden wird dann für die einzelnen Kompetenzbereiche nochmal genauer konkretisiert, was dazu gemacht werden soll. Ich habe Ihnen hierzu mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt eine Kompetenz aus dem Kompetenzbereich 3 aus der Anlage der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Da geht es um das intra- und interprofessionelle Handeln in verschiedenen systemischen Bezügen. Und die Unterkompetenz 3.3 lautet, in interdisziplinären Teams in die Verantwortung und Behandlung von Menschen aller Altersstufen mitwirken und Kontinuität der Schnittstellen sichern. Und für diese Kompetenz, die zieht sich also über die gesamte Ausbildungszeit hinweg, ist jetzt in den einzelnen Einsätzen ausdifferenziert, was die Auszubildenden da jetzt konkret tun sollen. Und Sie sehen hier im Orientierungseinsatz geht es zunächst einmal darum, den Einsatzbereich zu erkunden, Kontakt aufzunehmen zu den Akteuren, zu den verschiedenen Personen, die dort überall anzutreffen sind.
Im Pflichteinsatz im ersten Ausbildungsdrittel geht es dann schon etwas weiter. Hier soll nicht mehr nur Kontakt aufgenommen werden, sondern hier soll auch schon die Struktur erfasst werden und es soll auch schon an Fallbesprechungen teilgenommen werden. Ja, und so geht es dann immer weiter. Im Pflichteinsatz im zweiten Ausbildungsdrittel müssen die Auszubildenden sich selber schon einbringen, also sowohl in die Fallbesprechungen als auch Verantwortung im Team übernehmen. Dann wird das Ganze nochmal spezialisiert für den Psychiatrieeinsatz. Auch hier auf die Besonderheiten des Einsatzes wird hier Bezug genommen. Und letztlich ist es dann im Vertiefungseinsatz eine ganze Fülle von möglichen Aufgaben, die unter dieser Kompetenz genannt wird. Die passen hier gar nicht mehr auf die Folie. Es ist hier nur ein kleiner Ausschnitt. Aber das zeigt Ihnen, wie viel mehr und wie komplexer es immer wird, je weiter die Ausbildung voranschreitet und wie sich dann der Kompetenzerwerb sozusagen spiralig immer weiter aufbaut. Ja. Was heißt das für Sie als Praxisanleiterin? Zunächst einmal sollten Sie sich den Rahmenausbildungsplan sehr gut durchlesen und gucken, was steht da überhaupt drin. Das bietet Ihnen nämlich eine gute Orientierung zu Inhalt, Tiefe und Komplexität möglicher Aufgaben. Schauen Sie sich das an und überlegen Sie sich, wie wirkt sich das auf Ihren Bereich aus? Also wo sind Ihre Felder, wo können Sie sich da Aufgaben zu vorstellen, wie können Sie das konkret umsetzen? Und dann versuchen Sie, das Lernangebot systematisch zu entwickeln, indem Sie nämlich wirklich schauen, was steht da zu den einzelnen Einsätzen und welche Aufgaben lassen sich hier an unserem Ort dazu stellen. Und wenn Sie da entsprechend Bezug auf die Komplexität und die Tiefe des Rahmenausbildungsplans nehmen, dann ergibt sich von ganz alleine so ein spiraliger Aufbau. Das heißt, das ist eine gute Orientierung für Sie, Ihre Inhalte zu strukturieren. Und achten Sie auch darauf, was nicht in dem Rahmenausbildungsplan steht. Denn auch das ist wichtig. So wird zum Beispiel im Orientierungseinsatz noch überhaupt nichts erwähnt von wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Ähnlichem. Das ist dann noch gar nicht Thema. Das kommt erst hinterher. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der betriebliche Ausbildungsplan. Den habe ich hier mit BAP abgekürzt. Der betriebliche Ausbildungsplan, hatte ich schon gesagt, liegt in der Hand des Trägers der praktischen Ausbildung. Der Träger der praktischen Ausbildung muss festlegen, an welchen Lernorten bei sich selber oder bei den Kooperationspartnern die Kompetenzen in ihren Konkretisierungen, wie sie im Rahmen Ausbildungsplan beschrieben sind, gut gelernt werden können. Das heißt also, er muss sagen, meine Auszubildenden gehen dort und dort und dorthin, um dort diese Kompetenzen zu entwickeln. In manchen Einrichtungen ist es so, dass der Träger der praktischen Ausbildung das gar nicht so genau weiß und dann gerne diese Aufgabe den Schulen übergibt, weil die häufig den besten Überblick darüber haben, was an welchem Lernort gelernt werden kann, und dann übernehmen die das. Aber wer es auch immer macht, er muss eben feststellen oder festlegen, hier ist der Ort, an dem die Kompetenz gut angebahnt werden kann. Das heißt also, der betriebliche Ausbildungsplan gliedert die Ausbildung zunächst einmal inhaltlich und zeitlich. Und das ist hier in dieser Abbildung einmal dokumentiert. Diese Folie oder diese Tabelle habe ich übernommen aus der Handreichung für Praxisanleitende, die wir gemeinsam aus dem Projekt Nexa und QRAP veröffentlicht haben. Dort können Sie die auch nachlesen. In dieser Tabelle sehen Sie, dass zum einen die Zeiten angegeben sind zu den einzelnen Versorgungsbereichen, dass das Ganze auch mit Stunden hinterlegt ist, sodass man sichergehen kann, dass auch die gesetzlichen Vorgaben hier erfüllt werden. Und hier wird dann eben nach und nach alles eingetragen. Dieser betriebliche Ausbildungsplan sollte zu Beginn der Ausbildung feststehen, damit alle Beteiligten sichergehen können, dass auch alle Vorgaben erfüllt werden und dass es genügend Kooperationspartner gibt und dass die Einsätze so erfolgen können, wie es der Gesetzgeber vorgesehen hat. Aber im Detail können Sie natürlich später noch Änderungen vornehmen. Also wenn zum Beispiel feststeht, die Auszubildende geht in die Klinik, dann sollte die Klinik feststehen, aber ob es jetzt die Station 21 oder die Station 7 wird, das kann man eben später auch noch festlegen. Und das ist ja auch manchmal noch Änderungen unterworfen, beziehungsweise es müssen Anpassungen vorgenommen werden, wenn man die Menschen dann richtig kennengelernt hat. Der betriebliche Ausbildungsplan nimmt aber auch schon Bezug auf die Inhalte der Ausbildung. Wie gesagt, es geht ja immer um die Kompetenzen, die angebahnt werden sollen. Das heißt also, wenn ich feststelle, dass bestimmte Kompetenzen, die im Rahmen Ausbildungsplan für diesen Einsatz vorgesehen sind, dort partout nicht angebahnt werden können, weil die damit verbundenen Tätigkeiten einfach nicht anfallen, dann muss ich für einen Ersatzeinsatz sorgen oder einen ergänzenden Einsatz sorgen. Wenn Sie zum Beispiel jemanden einsetzen, in einem Bereich, wo es überhaupt keine Pflege
von operierten Menschen gibt, dann muss es dafür irgendwo anders die Möglichkeit geben in diesem Zeitraum. Und das muss der betriebliche Ausbildungsplan eben schon berücksichtigen. In einigen Plänen wird deshalb auch hier noch eine Spalte ergänzt, wo der Kompetenzbezug dann auch deutlich gemacht wird. Ja, was heißt das für Sie als Praxisanleitende? Sie wissen am allerbesten, was bei Ihnen in Ihrem Bereich gelernt werden kann. Und viele von Ihnen haben das sicherlich schon gemacht, dass Sie das auch verschriftlicht haben, dass Sie das in Qualitätshandbüchern oder in Lernzielkatalogen oder Ähnlichem festgelegt haben und beschrieben haben. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage für die Ausbildungskoordinatorinnen, die ja wissen müssen, wohin sie die Auszubildenden schicken. Und das ist eben sinnvoll, denen auch weiter zu sagen, was kann man bei uns ganz besonders gut lernen, welche Kompetenzen lassen sich hier in welchem Einsatz ganz besonders gut anbahnen. Wenn der betriebliche Ausbildungsplan dann für die Auszubildenden fertig ist, dann müssen sie ihn ganz individuell auch für ihre Auszubildenden kennenlernen. Das heißt, sie müssen sich damit auseinandersetzen, wo ihre Auszubildenden vorher waren, bevor sie zu ihnen kommen und wo sie hinterher hingehen, um dann eben ihr Lernangebot darauf abzustimmen. Es macht einen Unterschied, wenn sie beispielsweise in einer Klinik arbeiten und auf einer chirurgischen Station arbeiten und eine Auszubildende haben, deren einziger das Einsatz das ist, weil sie vielleicht ihren Arbeitgeber im ambulanten Dienst hat oder in einer Langzeitpflege, in einer stationären Langzeitpflege, dann werden sie den Einsatz anders gestalten, als wenn ihre Auszubildende im Krankenhaus angestellt ist und vielleicht schon vorher und auch hinterher auch auf einer chirurgischen Station arbeitet. Der individuelle Ausbildungsplan lässt sich gar nicht so ganz abgrenzen vom betrieblichen Ausbildungsplan. Er konkretisiert das Ganze noch ein bisschen weiter. Der individuelle Ausbildungsplan ist das, was Sie als Praxisanleiterin machen. Sie bestimmen mit Ihrer Auszubildenden gemeinsam, wie soll hier was gelernt werden. Sie planen Anleitungen, Sie stellen Aufgaben, Sie führen viele, viele Gespräche mit Ihren Auszubildenden und begleiten sie dabei. Das ist Ihre Aufgabe. Wie dieser individuelle Ausbildungsplan dokumentiert wird, ist sehr unterschiedlich. Einigen reicht es, das in der Ausbildungsbegleitmappe, also in dem Nachweis, den die Auszubildenden führen, zu hinterlegen. Andere Einrichtungen entwickeln ganz eigene Pläne. Wichtig ist, dass sie die 10% Anleitungszeit, zu der sie gesetzlich verpflichtet sind, ganz sorgsam dokumentieren. Und am besten auch schon von vornherein im Dienstplan verankern, sodass es für alle sichtbar ist und auch ganz bestimmt durchgeführt wird. Müssen sie natürlich mit ihrer Leitung absprechen, wie sie das machen. Aber auch die anderen 90% der Ausbildungszeit, also die Zeit, die Ihre Auszubildenden in Ihrem Bereich verbringen, sind natürlich Lernzeit. Und auch diese Lernzeit darf geplant werden. Und auch zu dieser Lernzeit, zu diesen 90%, darf man sich Gedanken machen. Und das sollte der individuelle Ausbildungsplan berücksichtigen. Also alle möglichen Lernsituationen, in denen spontan ein Lernanlass genutzt wird. Situationen, in denen andere Pflegende etwas zeigen, erläutern oder ihre Auszubildenden auch mit anderen Auszubildenden zusammenarbeiten. All das kann jenseits der 10% Anleitungszeit eine gut genutzte Lernzeit sein. Und das sollte eben in diesem individuellen Ausbildungsplan berücksichtigt werden. Was heißt das? Hier ist nochmal ein Plan, der das nochmal dokumentiert in einer etwas anderen Art und Weise. Hier ist also der Einsatzplan, der betriebliche Ausbildungsplan, ergänzt um einige Kompetenzschwerpunkte in der letzten Spalte. Und hier sind auch schon einzelne Lern- und Arbeitsaufgaben und Arbeits- und Lernaufgaben den Einsätzen zugeordnet, sodass man genau sieht, welche Aufgaben welche Auszubildende in welchem Einsatz erfüllt hat. Und als drittes sind hier auch noch Meilensteine der Ausbildung genannt. Also hier ist es die Zwischenprüfung, die hier in der Praxis stattfindet und auch das praktische Examen. Was bedeutet das für Sie als Praxisanleitende? In Gesprächen legen Sie Ziele fest und Sie überprüfen diese Ziele auch mit Ihrer Auszubildenden. Das heißt also, wenn Ihre Auszubildende kommt, machen Sie sowieso schon immer ein Erstgespräch und gucken, wo kommt sie her, welche Lernerfahrungen hat sie bisher gemacht, welche Kompetenzen wurden schon angebahnt, in welchen ist sie noch nicht ganz so weit, was muss sie jetzt hier weiterentwickeln. Das alles ist Bestandteil des Erstgesprächs und aus diesem Erstgespräch heraus planen Sie Ihre Anleitungszeiten und legen die eben fest, dass Sie auf jeden Fall dieses Mindestmaß erfüllen.
Und sie planen auch schon, was dort inhaltlich laufen soll. Das heißt also, sie stellen Aufgaben, die sie mit ihrer Auszubildenden gemeinsam bewältigen oder auch Aufgaben, die die Auszubildende alleine, wenn sie etwas weiter fortgeschritten ist, bewältigen soll. Also das planen sie in ihrem Erstgespräch und in einem Zwischengespräch überprüfen sie das dann. Sind wir auf einem guten Weg? Ist das, was wir uns da vorgestellt haben, erreicht worden? Was hat sich verändert? Was ist dazugekommen? Welche neuen Aufgaben lassen sich finden? Wo müssen wir irgendetwas anpassen? Das alles sollte dann eben auch im Zwischengespräch und natürlich auch dann wieder im Endgespräch ergründet werden. Und außerdem regen Sie natürlich dazu an, auch die restliche Lernzeit zu nutzen. Das heißt also, Sie machen immer wieder Ihre Auszubildenden darauf aufmerksam, dass sie Lernanlässe wirklich aufnehmen und nutzen sollen, geben immer mal wieder ein kurzes Feedback, ein Mini-Feedback, regen Sie zum Reflektieren an, bitten auch Ihre Kolleginnen, sich der Verantwortung zu stellen, denn auch wenn Sie als Praxisanleitende die Hauptverantwortliche für die Ausbildung sind, für die praktische Ausbildung, sind doch alle im Team daran beteiligt und es sollte so sein, dass die Ausbildung, ja, alle interessiert und sich alle darum bemühen. Ja, und empfehlen Sie Ihre Auszubildenden auch durchaus, welche Menschen im Team, auch andere Auszubildende, welche Stärken haben und von wem man ganz besonders gut etwas lernen kann. So wird das dann eine ganz gemeinsame Sache. Nun noch etwas zu der Ausbildungsbegleitmappe, so habe ich sie jetzt hier genannt, also dem Ausbildungsnachweis. Auch das hatte ich schon erwähnt, es liegt in der Verantwortung der Auszubildenden, diesen Nachweis zu führen. Das heißt, es steht so in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, das muss die Auszubildende tun. Die Fachkommission hat einen Musternachweis entwickelt, der auf der Seite des Instituts für berufliche Bildung veröffentlicht ist. Und hier finden Sie viele Dokumente, die ganz verschiedene Sachen transparent machen. Einmal den Einsatz, aber auch die Gespräche, die Arbeits- und Lernaufgaben, die erfolgreich absolviert wurden, Praxisanleitungszeiten, Praxisbegleitungszeiten, also Zeiten, zu denen Lehrerinnen aus der Schule in die Praxis kommen, Zwischenprüfung, Nachtdienste und so weiter und so fort. Und in einigen dieser Mappen, die dann erstellt werden, finden sich auch noch Übersichten zu dem, was in der Schule unterrichtet wurde. Die Schulen erstellen diese Mappen und geben sie an die Auszubildenden weiter und sie in der Praxis sind dann dazu angehalten, als Praxisanleiterin ihre Auszubildenden zum Führen zu ermuntern. Das bedeutet das nämlich auch für Sie als Praxisanleitende. Das steht auch so in der Ausbildungsprüfungsverordnung, dass Sie dazu auffordern sollen. Und Sie wissen ja aus eigener Erfahrung sicherlich, manche Auszubildenden brauchen diese Ermunterung ganz besonders. Und ja, schauen Sie sich diesen Ausbildungsnachweis an mit Ihrer Auszubildenden. Lassen Sie sich den immer wieder einmal vorlegen, dass er regelmäßig geführt wird und keine Lücken aufweist. Und nutzen Sie den auch, um sich ein Bild zu machen über die Lernerfahrung und den Kompetenzerwerb Ihrer Auszubildenden, um Ihr Lernangebot dann darauf abzustimmen. Ja, das Ganze, ich hoffe, das ist deutlich geworden, hängt zusammen. Also Rahmenausbildungsplan, betrieblicher Ausbildungsplan, individueller Ausbildungsplan und auch Ausbildungsnachweis kann man eigentlich gar nicht alleine denken. Und es funktioniert auch eigentlich nur, wenn alle Beteiligten gut damit zusammenarbeiten. Also die Lernortkooperation ist von entscheidender Bedeutung, sowohl zwischen dem Lernort Schule und dem Lernort Praxis, als auch von allen Beteiligten Lernorten in der Praxis miteinander und auch Praxisanleiterinnen, Lehrerinnen, Auszubildende miteinander. Deswegen ist hier nochmal die Kooperation ganz besonders eingekringelt. Das war jetzt ein ganz schneller Ritt. Ich habe Ihnen noch ein bisschen Literatur mitgebracht, wo Sie ein paar Dinge noch mal in Ruhe nachlesen können. Aber ich freue mich auch über einen regen Austausch und Ihre Fragen. Das können Sie sehen. So, da sind wir wieder. Und zwar jetzt zu dritt. Und Sie erkennen natürlich Frau Westphal wieder, die eben den Input gegeben hat. Herzlich willkommen. Ja, schön, Sie zu sehen. Und ich begrüße auch ganz herzlich Herrn Stefan. Ich habe immer an Burda gedacht und das darf ich nicht sagen, habe ich mir vorgenommen. Jetzt habe ich es einmal gesagt. Jetzt denken alle mit Burba.
Das ist richtig. Ich begrüße Sie beide ganz, ganz herzlich und ich würde Sie bitten, sich erstmal ganz kurz selber vorzustellen. Was machen Sie üblicherweise an einem Tag wie heute, wenn Sie keine Online-Moderation oder Veranstaltung machen? Und vielleicht sagen Sie noch was, vielleicht Frau Westphal gleich zu dem Stichwort, das Projekt Nexa. Weil vielleicht doch der eine oder andere sagt, ja, wie war das, war doch eine Abkürzung, wofür steht die? Also erstmal, Frau Westphal, was machen Sie sonst an üblichen Dienstagen? Was ist Ihre Arbeit und Aufgabe und was verbirgt sich hinter dem Projekt Nexa? Ja, meine Aufgabe an normalen Tagen sieht gar nicht so viel anders aus als heute. Also ich bin Mitarbeiterin im Projekt Nexa und dafür zuständig, Einrichtungen und Schulen bei der neuen Pflegeausbildung zu unterstützen. Also ich reise in Brandenburg umher, mache viele Beratungen, Fortbildungen, aber auch Veröffentlichungen, um eben ja miteinander zu überlegen, wie kann die neue Pflegeausbildung gut umgesetzt werden. Genau. Und ich bin eigentlich Pflegepädagogin und seit Anfang 2019 in diesem Projekt und das ist eine ganz tolle Aufgabe, finde ich. Nexa steht für Neu kreieren statt addieren, die neue Pflegeausbildung im Land Brandenburg curricular gestalten. Das ist ein Projekt, was vom MSGIF gefördert wird, mit einer Laufzeit von 3 Jahren, also bis zu Ende 2021 sind wir da noch tätig unter der Leitung von Frau Professor Walter und Frau Professor Herzberg von der BTU. Ja, okay, vielen Dank. Ja, Herr Burber, was machen Sie an so sonstigen Dienstagen? Und Sie gehören wahrscheinlich auch mit in das Projekt, oder? Ja, ganz genau. Ich bin seit Anfang des Jahres, ja eigentlich Mitte Februar, bin ich Mitarbeiter am Projekt Nexa. Habe vorher 2 Jahre im Pflegestudiengang in Senftenberg gearbeitet als Dozent. Und ja, was mache ich sonst dienstags? Sehr schön ist natürlich, wenn man sich direkt irgendwie treffen könnte in AGs. Da bin ich sehr gerne unterwegs in unseren Nexa-AGs beziehungsweise in Einrichtungen beratend tätig, in Praxiseinrichtungen mit Praxisanleiterinnen direkt im Austausch. Aber momentan eben auch sehr viel online hier in den Videoportalen. Und ich glaube, wir haben seit Anfang des Jahres so eine Erfahrung und so einen Umfang an Videoportalen kennengelernt. Das ist echt eine Bereicherung an sich. Ja. Aber schön, wenn Sie auch sagen, eigentlich fehlt es uns, dass wir uns wirklich live und in Farbe sehen können. Das finde ich auf der einen Seite beruhigend. Wir müssen ja noch ein bisschen Geduld haben, das wissen wir alle. Aber auch beruhigend, dass wir nicht völlig dazu übergehen werden, zu sagen, wozu sollen andere Menschen, wozu muss ich die sehen oder womöglich noch begrüßen, anfassen können. Das geht alles so. Heute geht es aber nur so und das wollen wir trotzdem in diesem Sinne nutzen. Ich würde Sie noch mal ermutigen wollen, wenn Sie uns jetzt zuhören bei Fragen und Antworten, gerne noch mal nachzufragen. Sie dürfen noch ein bisschen mutiger in den Chat hineinschreiben. Okay, dann starten wir mal mit den Fragen. Schauen Sie, Herr Burber, Frau Westphal, wer beantworten möchte. Sie dürfen auch beide ergänzend da jeweils zu Wort kommen. Was, glaube ich, deutlich geworden ist, das hat mit ganz schön viel Papier zu tun, dieser Rahmenausbildungsplan und was dazu alles ausgefüllt werden muss. Es gibt im Deutschen zwar den Satz, Papier ist geduldig, aber für diejenigen, die damit beschäftigt sind, bedeutet es ja auch viel Zeit, vielleicht sogar Verwirrung. Jetzt war die Rede von Bergen von Papier. Muss das sein? Gibt es noch einen Tipp, wie man den Überblick behält dabei vielleicht? Da antworte ich mal als erstes. Ja, also am Anfang jetzt muss es wahrscheinlich wirklich sein. Also es ist ja doch einiges neu. Die Ausbildung läuft ein bisschen anders ab. Es ist ein bisschen strukturierter, ein bisschen systematischer. Und ganz, ganz viele, gerade in den Praxiseinrichtungen, war auch vorher schon vorhanden. Es gab Lernzielkataloge, es gab auch einzelne Aufgaben schon. In den Qualitätshandbüchern ganz viele Hinweise darauf, wie die Ausbildung sein soll, was zu welchem Zeitpunkt stattfinden soll. Aber das Ganze muss jetzt nochmal geprüft werden, ob es noch passt. Und es muss vielleicht auch ein bisschen angepasst werden, überarbeitet werden und vereinheitlicht werden. Und von daher ist es jetzt am Anfang wirklich viel Papier. Ich denke aber, dass es sich im Laufe der Zeit etwas reduzieren wird. Es ist auch deshalb viel Papier, weil wir im Moment noch so viel aufschreiben müssen. Wir sind ja mit den Kompetenzbereichen noch nicht wirklich vertraut. Also ich kann sie zumindest nicht auswendig und ich glaube auch sonst niemand. Also führen wir sie immer noch auf und schreiben auf, welcher Kompetenzbereich ist es. Irgendwann wird uns das in Fleisch und Blut übergegangen sein, hoffe ich. Und dann
müssen wir einfach nur noch eine Ziffer dahin schreiben und dann wissen wir, was damit gemeint ist. Genauso mit den Arbeits- und Lernaufgaben, zu denen kommt ja mein Kollege gleich nochmal, aber das sind natürlich auch im Moment so Dokumente, die wir im Moment noch ausformulieren, die etwas länger sind. Das wird sich, glaube ich, im Laufe der Zeit reduzieren, wenn wir einen besseren Überblick haben, wenn wir uns damit besser auskennen. Im Moment ist es viel. Und ich glaube auch, dass wir im Moment noch ausprobieren. Also die Schulen, die ja die Aufgabe haben, auch den Ausbildungsnachweis zu kontieren und in die Praxiseinrichtungen dann zu geben, versuchen auch gerade, wie das da sein kann. Und im Moment sind diese Mappen sehr dick, weil man natürlich auch gut sicher gehen möchte, dass da alles drin enthalten ist und hier noch ein Hinweis und da noch ein Hinweis. Und auch das, glaube ich, wird sich im Laufe der Zeit reduzieren. Und ich glaube auch, wir sind alle darauf angewiesen, dass wir ein Feedback bekommen. Also was geht, was geht nicht, welche Protokolle sind handhabbar, welche sind es eher nicht, welche Formulare sind zu lang. Ja, und dann hoffe ich natürlich, und ich hoffe, dass sich da irgendjemand gute Gedanken drüber macht, auf eine digitale Lösung. Also, dass wir irgendwann nicht mehr diese Berge von Papier haben und diese ganz, ganz dicken Mappen, in denen viele Dinge sicherlich auch 2-3 Mal aufgelistet sind, sondern dass es etwas gibt, was uns das dann technisch auch erleichtert. Das wäre schön. Aber das haben wir noch nicht, glaube ich. Herr Burba, gibt es noch was zu ergänzen? Ich finde, eine wichtige, also dieser Ausbildungsnachweis, den finde ich schon sehr wichtig. Dahingehend wird viel gefragt von den Praxisanleiterinnen. Der bildet momentan so ein Leitfaden. Was müssen wir unbedingt beachten in der Dokumentation? Und für den Anfang finde ich es sinnvoll, sich zum Beispiel am Musterentwurf vom BIP zu orientieren und aber auch nicht zu vergessen, dass gerade die Auszubildenden natürlich auch in der Hauptverantwortung stehen, den Ausbildungsnachweis zu führen. Ja, also da sind wir vielleicht auch als Praxisanleiterin, als Praxisanleiter ein Stück weit entlastet, müssen aber die Auszubildenden natürlich auch befähigen, dass die diesen Nachweis führen können. Und dann, denke ich, ist es eine Frage der Zeit, wie meine Kollegin schon sagt, dass dann wirklich auch geschaut wird, was an Dokumentation muss sein, wo können wir eben auch ein bisschen reduzieren an der Stelle. Ja. Aber ich denke, das ist für den Anfang jetzt der Ausbildung ganz normal. Ich höre auch ein Stück raus, dass Sie ein Stückchen Sicherheit dadurch bekommen. Ne? Also man findet alles, was man braucht. In viel steckt auch viel drin. Also das ist dann das Positive. Okay, gut. Eine andere Frage ging um die Erst-, Zwischen- und Abschlussgespräche. Das sind schon mal drei. Müssen die bei jedem Einsatz so die Frage geführt werden? Also ein Erst-, ein Zwischen- und ein Abschlussgespräch. Also da gibt eigentlich die Fachkommission auch einen Hinweis drauf, in den, ich weiß gar nicht, wo es steht, ob es jetzt in den Gleitmaterialien ist oder im Musternachweis, ab 4 Wochen Einsatzdauer macht es Sinn, ein Erst-, ein Zwischen- und ein Abschlussgespräch zu führen. Bei Einsätzen, die kürzer sind als 4 Wochen, reicht es sicherlich, ein Erstgespräch und ein Abschlussgespräch zu führen. Da hat sich nach 2 Wochen oder so, wenn man es in der Mitte halten würde, noch gar nicht so wahnsinnig viel ergeben. Ja, aber natürlich ist es prinzipiell sinnvoll, am Anfang zu reden, logischerweise, um Ausbildungsstand überhaupt zu erheben, um Ziele zu vereinbaren und am Ende auch. Und natürlich ist es schön, wenn man zwischendurch auch nochmal eine Korrektur vornehmen kann und schauen kann, okay, was haben wir jetzt hier erreicht, wo wir noch weiterhin, was haben sich für Herausforderungen ergeben und so weiter. Ja. Genau, dazu gab es erst heute Morgen eine Frage auf Yammer, die fand ich ganz spannend. Also da hat eine Mitarbeiterin oder eine Kollegin gefragt, gibt es sowas wie einen Leitfaden, wie ich das Erstgespräch führen kann oder sollte? Und da möchte ich auch nochmal auf das Formular im Muster Ausbildungsnachweis hinweisen. Das ist wirklich handhabbar und das ist auch nicht zu lang. Man kann das als Grundlage nehmen, man kann das noch weiter ausgestalten, ausformulieren. Aber wenn ich diese Aspekte, die dort drin aufgeführt sind, wirklich im Erstgespräch auch thematisiere, dann habe ich schon mit den Auszubildenden eine ganz wichtige Grundlage für den Einsatz geschaffen, ja. Und habe Ziele geklärt, habe Themen abgesteckt, worum geht's in dem Einsatz. Und das finde ich ganz wichtig, ja. Also, dass ein gutes, solides Erstgespräch wirklich sein sollte, während, wie meine Kollegin sagt, man dann schauen muss von der Einsatzdauer, gerade auch, denke ich, an pädiatrischen Einsatz, der ist ja nicht wirklich lang, ob ich da dann wirklich noch ein Zwischengespräch führe. Ich denke mal, so da bei den kurzen Einsätzen Erst- und Abschlussgespräch, das macht schon Sinn. Ja.
Ja, okay, vielen Dank. Die nächste Frage lautet, welche Tätigkeiten kann ich bei den 10% Anleitungszeit abrechnen und welche auch nicht? Wer von Ihnen mag beginnen mit der Antwort? Sie schmunzeln beide. Sie wissen, was dahinter steckt. Ja, das ist eine Frage, die ganz, ganz häufig gestellt wird. Und das ist ja auch nicht gesetzlich eindeutig geregelt. Also was jetzt genau Praxisanleitung ist, das steht nicht im Gesetz, das steht nicht in der Verordnung. Es gibt dazu ein Positionspapier von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Lehrenden für Gesundheits- und Sozialberufe. Ich glaube, aus einem anderen Bundesland, aber das ist überall im Umlauf. Und dort wird definiert, dass als Empfehlung Praxisanleitung das ist, was im direkten Kontakt mit dem Auszubildenden erfolgt. Also das Erstgespräch, das Zwischengespräch, das Endgespräch würde dann dazugehören und natürlich alle Anleitungen, die geplant sind, strukturiert mit den Auszubildenden gemeinsam, die erfolgen. Und darüber hinaus machen Praxisanleiterinnen aber natürlich noch viele, vieles andere. Sie bereiten sich vor, sie besuchen Fortbildungen, sie haben sehr viel organisatorischen Aufwand. Das ist dann keine Praxisanleitung, obwohl es natürlich Arbeit der Praxisanleiterin ist. Mhm. Ja. Dieses Positionspapier der BLGS, das findet man auch bei uns auf unserer Plattform. Wir haben ein Netzwerk gegründet auf Yammer.com, das ist unter Yammer.com Pflegeausbildung. Da gibt es ganz, ganz viel Material. Und dort ist auch dieses Positionspapier zu finden. Okay, ja, vielen Dank auch für den praktischen Hinweis nochmal. Herr Bohrer, noch was zu ergänzen? Ja, man kann eigentlich sagen, alles, was, wie Andrea schon sagt, strukturiert und organisiert an Praxisanleitungstätigkeiten stattfindet, gehört zu den 10%. Und mir ist immer wichtig, nicht vergessen, die Reflexionsgespräche, die gehören da unbedingt dazu. Ja, weil die werden manchmal so ein bisschen, naja, ist ja nur ein Gespräch, so ein bisschen abgetan, aber die sind ja umso wichtiger. Ich glaube, das wird aus jeder Ihrer Antworten deutlich. Natürlich braucht es Zeit und vielleicht macht es auch Mühe, aber die Kommunikation ist ganz, ganz etwas Grundlegendes. Also die Zeit dafür zu nehmen, sich auszutauschen und nur aus dem Kommunizieren kann auch verstehen und dann Verständnis erwachsen. Ja, das höre ich auch raus. Ich habe noch eine Frage, die möchte ich Ihnen auch gerne beide stellen. Und zwar geht es um die Praxisanleitungen. Muss, und ich glaube, da kommt es aufs Verb an, muss man die schriftlich planen? Alternative ist, man hat das im Kopf, man weiß das so. Genau, Sie schütteln schon eher mit dem Kopf. Schriftlich wäre besser oder muss man auch? Nein, man muss nicht. Also auch das ist nicht festgelegt. Es ist sinnvoll, einfach einmal Praxisanleitungen auch durchzuplanen. Und es gibt natürlich ganz viele erfahrene Praxisanleiterinnen, die müssen das nicht schriftlich machen. Und es ist auch so, dass natürlich auch in einem Team, in einem Bereich oder auf einer Station oder in einem ambulanten Dienst Absprachen so erfolgen können. Schriftlich hat den Vorteil, dass man nochmal nachlesen kann, was habe ich mir eigentlich gedacht, und dass auch andere darauf Bezug nehmen können. Also Sie müssen keine dezidierte didaktische Planung machen, wie Sie es vielleicht in Ihrer Weiterbildung oder in Ihrer beruflichen Zusatzqualifikation gelernt haben. Das wäre natürlich übertrieben, das für jede Praxisanleitung jetzt so zu machen. Das machen Lehrende in den Schulen auch nicht mehr, dass sie dann irgendwann jede Unterrichtsstunde so durchplanen, wie sie das mal an der Uni gelernt haben. Sondern da gibt es natürlich verkürzte Wege, aber bestimmte Stichworte aufzuschreiben, sich zu überlegen, was will ich hier, mit welchen Methoden will ich das Ganze erreichen, auf welche Kompetenzen zielt es ab, und um dann auch nachvollziehbar zu machen, wie dieser spiralige Aufbau der Anleitung sich über die 3 Jahre hindurchzieht, das ist schon sinnvoll. Ja. Okay. Also es ist so, je besser man plant oder je mehr Zeit, das muss man ja auch berücksichtigen, wie viel Zeit habe ich eigentlich für die Planung, weil Praxisanleitung findet größtenteils ja nebenbei statt. Ne? Also es sind Pflegende, die sind fast zu 100% in der Pflege tätig. Aber je mehr Zeit ich in die Planung investiere, desto mehr entziehe ich eigentlich die Anleitungssituation dem Zufall. Also ich kann durch eine gute Planung, kann ich viele Lerngegenstände vielleicht gut, ja, in der Anleitungssituation beleuchten oder kann Lernanlässe schon mir so ein bisschen überlegen. Und wenn ich eben wenig Zeit für die Planung habe, dann habe ich viele Zufälle, mit denen ich dann so in der Situation spontan arbeiten muss. Das kennt man, also das kennen wir vielleicht auch aus dem Unterricht. Wenn ich als Lehrer den Unterricht schlecht geplant habe, dann läuft er auch entsprechend holprig und teilweise nicht so nach den Zielen, die ich gerne hätte. Und
Unterrichtszeit wie auch Praxisanleitungszeit ist natürlich wertvoll und kostbar und nicht immer so, manchmal auch nicht so einfach verfügbar. Deswegen, ja, nach Möglichkeit so viel Planung, wie es machbar ist und wie es auch realistisch ist, sollte man da schon investieren, finde ich. Bin aber auch der Meinung, nicht jede Situation, alles mit einer ausführlichen schriftlichen Konzeption, das ist, glaube ich, nicht alltagspraktisch. Ja, und es muss auch noch ein bisschen Zeit bleiben für Spontanität. Und es geht ja auch darum, Pflegesituationen auch spontan als Lernanlass zu nutzen und hineinzugehen. Und dann setze ich mich natürlich nicht vorher hin, weil ich jetzt gerade die Gelegenheit habe, irgendwie zu einer Situation anzuleiten oder hier nochmal ein Reflexionsgespräch zu führen, das jetzt dezidiert durchzuplanen. Und das soll auf jeden Fall sein. Ja. Ja. Ja, okay, also vielen Dank, aber ich glaube, wir haben das Plädoyer gehört für die Verschriftlichung, weil es oft mit der Qualität verbunden ist, die dann erzielt werden kann. Und ich glaube, das ist ja dann auf jeden Fall auch überzeugend. Ja, eine nächste Frage geht um die Tätigkeitskataloge, die es gab. Da konnte man sehen, was die Auszubildenden schon gemacht haben, was sie gesehen haben. Wie geht es damit weiter? Gibt es die weiterhin? Gibt es die verändert? Magst du, Andrea? Deutsch. Sie sind immer ein Gentleman, Herr Burber, und lassen der Dame den Vortritt. Wir tauschen nachher, wenn wir bei Ihrem Fachthema sind. Ja, diese Tätigkeitskataloge kenne ich sogar noch aus meiner eigenen Ausbildung, obwohl die ja schon sehr, sehr, sehr lange, weit über 30 Jahre her ist. Ich habe sie gehasst. Und sie geben so ein bisschen so eine Scheinsicherheit, dass man jetzt tatsächlich auch alles abgearbeitet hat, was in der Ausbildung vorkommt. Aber jetzt in der generalistischen Ausbildung ist es mehr denn je so, dass dieses Prinzip der Vollständigkeit eigentlich gar nicht mehr zählt. Also es geht ja nicht darum, alles, was in der Pflegewelt vorkommen kann, zu erleben und abzuarbeiten, sondern es geht um Prinzipien. Die Prinzipien können da sehr unterschiedlich aussehen und sich auch in unterschiedlichen Tätigkeiten zeigen. Von daher sind diese Tätigkeitskataloge eigentlich nicht mehr zielführend. Sinnvoll sind natürlich irgendwelche Dokumente, die auf die Kompetenzen abzielen und auf die Aufgabenbereiche, die damit verbunden sind, so wie sie der Rahmenausbildungsplan auch vorgibt. Also wenn man das ersetzen kann. Aber es ist ein Instrument, was so ein bisschen so eine Scheinsicherheit vermittelt. Wenn man da so eine Checkliste hat, in der man abhakt, damit ist es ja auch nicht getan. Also wenn ich eine Tätigkeit einmal gemacht habe oder auch eine Aufgabe übernommen habe, dann bin ich ja auch noch nicht sicher, dass ich es dann wirklich kann und dass ich dann in diesem Bereich kompetent bin. Also solche Checklisten, auch wenn sie kompetenzbezogen sind, machen sicherlich nur dann Sinn, wenn sie eingebettet sind in ein Gesamtkonzept und ein Bestandteil von vielen sind, mit denen eben Ausbildung angebahnt und auch dokumentiert wird. Mhm. Aber den Wunsch danach kann ich verstehen. Also, dass man einfach mal schauen kann, was haben die denn jetzt schon gemacht, meine Auszubildenden, wenn sie kommen und was kann ich denn abhaken, was ich jetzt hier gemacht habe, das ist legitim. Aber wenn solche Checklisten, dann bitte kompetenzbezogen und nicht tätigkeitsbezogen, und nicht rein tätigkeitsbezogen. Ja, okay, vielen Dank. Dem schließe ich mich an. Also es ist auch die Frage, wie wurde damit gearbeitet? Also das hast du ja gerade schon gesagt. Es ging teilweise darum, als Auszubildender schnell noch die Unterschrift zu bekommen, egal von wem, um nachweisen zu können, dass diese Tätigkeit einmal gezeigt wurde. Die Frage ist, kann ich sie dann? Ne? Oder habe ich sie einmal gezeigt? Das macht ja nochmal einen Unterschied. Und mein Plädoyer ist, wenn man von der Bürokratisierung in der Praxisanleitung ein Stück weg will, dann entfernt man sich nach Möglichkeit auch von diesen Tätigkeitskatalogen, weil das waren teilweise wirklich dicke Ordner mit seitenweise Tabellen drin und ich finde die nicht mehr sehr sinnvoll. Ja. Auch wenn sie ein Stück Sicherheit vielleicht geben. Okay, ja, vielen Dank. Eine letzte Frage, eine hebe ich mir noch für die zweite Runde auf, weil die ein bisschen allgemeiner oder umfassender ist. Aber jetzt haben wir noch was, und zwar zu den Praxisnoten. Irgendwann muss auch benotet werden, ob das Erlernte passt und reicht. Muss ich Praxisnoten geben und wenn ja, wofür? Ja,
Praxisnoten müssen gegeben werden. Mhm. Also es ist jetzt ja auch so, dass eine Note aus der Praxis in die am Jahreszeugnis natürlich erscheint und diese Noten aus den Jahreszeugnissen Bestandteil der Vornote sind. Das heißt, die haben Einfluss auf die Examensnote, auf die Note in der Abschlussprüfung. Und auch dafür, wie diese praktischen Noten zustande kommen, muss man sich ein Konzept erarbeiten. Also es ist sicherlich nicht sinnvoll, am Ende des Einsatzes irgendwie einzuschätzen, oh, der war jetzt ganz gut, oder durchzuhaken, war immer pünktlich und fleißig und hat die Arbeit gesehen, ja. Sondern sich da auch zu überlegen, okay, was haben wir hier gemacht, welche Anleitungssituation haben wir geübt, hat das vielleicht auch dazu geführt, dass eine Anleitungssituation dann benotet wurde, wurden Arbeits- und Lernaufgaben von den Auszubildenden selbst ständig erarbeitet, vielleicht auch benotet und sich dann zu überlegen, wie wird was gewichtet und wie kommt es dann zu einer Note insgesamt. Das ist Aufgabe des Einsatzortes, also der Praxis, das mit gemeinsam am besten mit der Schule, denn die haben ja viel Erfahrung, zu überlegen und dazu einem guten Konzept zu kommen. Ja. Ich finde das auch für die Praxisanleiterin wichtig, weil das eine verantwortungsvolle Aufgabe ist, eine Leistung zu bewerten. Und ja, also für die Praxisanleiterin aus der Altenpflege ist es ja auch so, dass die im neuen Berufegesetz jetzt auch Mitglieder des Prüfungsausschusses sind. Also die werden auch dann in der praktischen Abschlussprüfung die Auszubildenden dann eben ja beurteilen. Und für die ist das vielleicht auch nochmal ein Stück weit jetzt ein Weg, sich da noch stärker mit zu machen. Die haben ja vorher schon Leistungsbewertung für die Praxiseinsätze geschrieben, aber vielleicht nicht unbedingt benotet. Ja, also ich finde das als Praxisanleiter wichtig, auch diese Tätigkeit, Leistung zu bewerten, mit einer Note geübt wird, dass da eine Auseinandersetzung stattfindet, genauso wie es bei Lehrern letzten Endes auch der Fall ist. Ja, also, dass ich darüber nachdenke, das ist hier verantwortungsvoll, was ich mache. Diese Note spielt eine Rolle, so wie Andrea gerade gesagt hat, die fließt dann in die Vornote ein. Ja. Okay, ja. Dann danke ich Ihnen beiden erstmal bis hierher. Wir haben, glaube ich, alle wichtigen Fragen erstmal bearbeitet. Weiterhin für Sie alle die Aufforderung, gerne noch welche in den Chat zu schreiben. Wir haben jetzt sozusagen die erste Hälfte unseres Interviews. Wir haben Sie beide nach dem nächsten Input auch nochmal für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Wir sind auch in ganz und gar in unserem Zeitfenster. Dann erstmal danke bis hierher. Jetzt, Herr Burber, kommt Ihr Beitrag. Bitte verschieben Sie alles, was Sie vielleicht im Moment tun möchten, wirklich erst aufs Ende unserer Veranstaltung. Sie verpassen sofort was, wenn Sie nicht von Anfang an aufmerksam sind. Ich verrate Ihnen das schon mal. Das macht auch Spaß zuzugucken, unbedingt. Wir verraten noch, wie das Thema ist. Es geht um Arbeits- und Lernaufgaben für das Lernen in der Pflegepraxis, wie man die entwickeln kann. Wir sind in ungefähr einer Viertelstunde wieder für Sie da. Jetzt kommt der zweite Input und es macht wirklich Spaß, Ihnen zuzuschauen, zuzuhören. Wir wünschen Ihnen weiterhin eine ganz ungestörte und ungeteilte Aufmerksamkeit. Das ist Judith. Judith arbeitet in einem Pflegeheim als Praxisanleiterin. Sie freut sich schon total auf ihre neuen Auszubildenden, die bald ihre generalistische Pflegeausbildung im Pflegeheim anfangen. Von ihrer Pflegeschule hat Judith erfahren, dass sie nun Arbeits- und Lernaufgaben erstellen muss. Arbeits- und Lernaufgaben? Oh, keine Ahnung, was ist das denn? Mache ich mich mal im Internet schlau. Arbeits- und Lernaufgaben. Ah, alles klar. Das sind so Aufgaben, die ja die Arbeit strukturieren sollen und Handlungsanleitungen darstellen. Also das, was wir täglich in der Pflege auch machen. Das scheint verschiedene Aufgaben zu geben. Einmal geht es darum, Dinge zu durchdenken und ja, sich genauer zu überlegen. Dann gibt es Aufgaben, bei denen mehr gehandelt werden muss, also direkt gearbeitet in der Pflege. Und dann gibt es Aufgaben, bei denen etwas beobachtet werden soll. Nun weiß ich, was damit gemeint ist. Judith macht sich nun ans Werk, die erste Arbeits- und Lernaufgabe für die Einrichtung zu schreiben.
Sie überlegt sich, welche Lernangebote im Pflegeheim existieren. Dann denkt sie, welche Lernvoraussetzungen bringen eigentlich meine Auszubildenden mit? Schaue ich doch mal in den neuen Rahmen Ausbildungsplan. Vielleicht finde ich da noch ein paar wichtige Ideen. Alles klar, die erste Arbeits- und Lernaufgabe werde ich zum Pflegeprozess schreiben. Die ist, denke ich mal, ganz wichtig. Judith hat erfolgreich die Arbeits- und Lernaufgabe zum Pflegeprozess geschrieben. Wir schauen die uns jetzt mal etwas genauer an. Ja, herzlich willkommen. Ich möchte Sie einmal herzlich begrüßen. Mein Name ist Stefan Bober aus dem Nexa-Projekt. Und gemeinsam möchte ich mir mit Ihnen jetzt mal die von Judith erstellte Arbeits- und Lernaufgabe anschauen. Also unser Thema wird jetzt sein, Arbeits- und Lernaufgaben in der Pflegepraxis entwickeln bzw. fürs Lernen in der Pflegepraxis erstellen. In der Einrichtung von Judith hat man sich dazu entschieden, die Arbeits- und Lernaufgaben separat vom betrieblichen Ausbildungsplan zu platzieren. Also es wird ein Pool in der Einrichtung angelegt und die Arbeits- und Lernaufgaben wurden sozusagen im tabellarischen Format abgebildet. Sie sehen hier die Abbildung der Aufgabe, die von Judith erstellt wurde zum Pflegeprozess. Wir haben es hier mit Aufgabe Nummer 5 zu tun. Also das heißt, es gibt im Vorfeld noch weitere Arbeits- und Lernaufgaben, die von den Auszubildenden im Orientierungseinsatz bearbeitet werden können. Und Sie werden gleich sehen, diese Aufgabe ist doch relativ komplex. Also nochmal, wie gesagt, es geht darum, den Pflegeprozess zu gestalten bei einer pflegebedürftigen Person mit geringem Pflegebedürftigkeitsgrad, so wie es von der Fachkommission in den Rahmenplänen eben fürs erste Ausbildungsdrittel vorgesehen ist. Judith hat ja in ihrer Recherche schon festgestellt, dass die Arbeits- und Lernaufgaben unterschiedliche Schwerpunkte haben können. Bei dieser Aufgabe hier hat sie sich entschieden, dass die Aufgabe schon im Bereich des Handeln, also das pflegerisch Tätigsein, besteht und das natürlich in dem Zusammenhang auch beobachtet wird. Das heißt allerdings nicht, dass in dieser Aufgabe nicht reflektiert wird. Natürlich ist Reflexion oder sollte Reflexion immer Bestandteil des pflegerischen Handelns sein und so auch in der Bearbeitung dieser Arbeits- und Lernaufgabe. Zum Bearbeitungszeitpunkt haben wir ja schon gehört, dass es sich ums erste Ausbildungsdrittel handelt, um den Orientierungseinsatz im Seniorenpflegezentrum. Die Aufgabe kann längerfristig bearbeitet werden oder aber mehrfach wiederholt bearbeitet werden. Da können die Praxisanleiterin oder Judith in dem Fall ganz flexibel arbeiten. Judith hat außerdem ja im Rahmen Ausbildungsplan nachgelesen und hat sich daran orientiert, welche Kompetenzen sie mit dieser Arbeits- und Lernaufgabe fördern kann. Und Sie sehen, natürlich sind hier die Kompetenzen aus dem Bereich 1 zu fördern, eben die Pflegeprozessverantwortung und Pflegediagnostik, aber auch Kompetenzen im kommunikativen Bereich. Dann wird sozusagen das Vorgespräch geführt, beziehungsweise mit den Auszubildenden die Arbeits- und Lernaufgabe eingeführt. Und da geht es zunächst erstmal darum, Erfahrungen mit ins Spiel zu bringen. Und da ist vielleicht so in der Praxis weit verbreitet das Phänomen, dass zuallererst ganz viel Wissen abgefragt wird. Das ist bei Arbeits- und Lernaufgaben gar nicht so notwendig. Ja, also Sie haben ja sozusagen den Stellenwert oder die Funktion, dass sie zum praktischen Handeln anleiten. Das sind sozusagen ja schon Handlungsanleitungen. Das heißt, mit ihrer Aufgabe knüpft Judith an ganz alltagsnahen Situationen an mit den Auszubildenden. Also die Frage ist, in welchen Situationen zu Hause, vielleicht planen sie eine Reise, ja, in welchen Situationen führen sie eine Planung durch und welche Vorteile kann das haben? Und dann wird der Bezug hergestellt zur Pflege. Ja, also dann können bei den Auszubildenden schon erste Einsichten entstehen. Jetzt sind vielleicht einige von Ihnen dabei, die sagen, oh, das ist aber mir ist so wichtig, dass ich zu Beginn schon Wissen auch frage, weil das sind ja vielleicht auch Arbeits- und Lernaufgaben, wo es um Pflegetechniken geht oder um Situationen geht, wo man vorher wirklich ja, wissen muss,
Was macht der Auszubildende oder die Auszubildende? Können die das? Wissen die Bescheid? Ja, man kann zum Teil schon mal auch Vorwissen abfragen, aber ich würde das nicht so ausufern lassen. Also sie können Wissen zum Beispiel auch gut im Reflexionsprozess, der sich an diese Aufgabe anschließt, nochmal mit einbinden, wenn zum Beispiel im Rahmen der Bearbeitung der Aufgabe auch Handlungsunsicherheiten aufgetreten sind. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Kommen wir mal zum Arbeitsauftrag. Also wie gesagt, gemeinsam wird eine Bewohnerin oder ein Bewohner ausgewählt mit geringem Grad der Pflegebedürftigkeit. Das kann zum Beispiel eine Person sein, die mobilitätseingeschränkt ist oder die eine chronische Erkrankung hat. Entsprechend des Ausbildungsabschnitts ist es eben der geringe Grad der Pflegebedürftigkeit. Sie wissen vielleicht, dass im zweiten und im dritten Ausbildungsdrittel auch der Grad der Pflegebedürftigkeit gesteigert werden kann. Also der Anspruch, der an die Pflege gestellt wird, wird gesteigert und dadurch kann Kompetenzentwicklung auch mit gefördert werden. Im ersten Schritt geht es darum, den bestehenden Pflegeplan zu sichten. Ja, also Sie können das im Rahmen Ausbildungsplan nachlesen, dass ja zunächst erstmal auf Grundlage eines bestehenden Pflegeplans gearbeitet werden soll. Hier in der Situation, bei dieser Aufgabe, schaut Judith gemeinsam mit den Auszubildenden sich die Pflegedokumentation an. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, dass vielleicht eine Arbeits- und Lernaufgabe im Vorfeld bearbeitet wurde, wo wirklich separat von dieser Aufgabe hier die Pflegeplanung einmal gesichtet wurde oder auch erkundet wurde. Oder aber, dass hier das erste Mal sozusagen mit der Pflegedokumentation gearbeitet wird, da muss man dann wirklich individuell schauen, bringt die Auszubildende oder der Auszubildende diese Voraussetzung mit, weil das kann dann durchaus zu einer komplexen Situation führen. Ja, also hier geht es einfach darum, Informationen aus der bestehenden Pflege, aus dem bestehenden Pflegeplan zu identifizieren, die gebraucht werden, um die Situation jetzt zu meistern. Dazu gehören zum Beispiel die Pflegeprobleme oder Pflegediagnosen, wenn Sie damit arbeiten. Dann geht es logischerweise darum, zu pflegen. Und zwar wird es zunächst so sein, wenn ein, also jetzt haben wir es hier mit dem Orientierungseinsatz zu tun, dass zunächst ein bisschen stärkere Anleitung nötig ist. Das heißt, die ersten Pflegesituationen werden gemeinsam gestaltet mit der Praxisanleiterin zusammen. Im Verlauf dieses Einsatzes kann aber auch dann durchaus schon die Selbstständigkeit gefördert werden. Ja, also das heißt, die Auszubildende oder der Auszubildende führt im Verlauf der Aufgabenbearbeitung auch Tätigkeiten schon selbstständig durch. Nehmen wir mal an, die Bewohnerin, die ausgewählt wurde, wird 2 Wochen lang gepflegt. Dann können zum Beispiel am Ende der ersten Woche oder in der zweiten Woche schon auch Tätigkeiten selbst durchgeführt werden, zu denen vorher eine Anleitung stattgefunden hat. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass eben auch gemeinsam dokumentiert wird, also nach einer Möglichkeit der komplette Pflegeprozess auch abgebildet wird. Wie geht es weiter mit dem Arbeitsauftrag? Ganz wichtiges Element ist eben im Zusammenhang mit dem Handeln, dass auch beobachtet wird, also die Frage gestellt wird, wie wirkt eigentlich meine Pflege, was habe ich wahrgenommen in der Pflegesituation, was habe ich gesehen, zum Beispiel ja, die direkte Wirkung der Pflegehandlung oder aber auch die Situation, in der sich die Bewohnerin befindet, die kann ja von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Ne? Einmal ist die Motivation besser und das wirkt sich auf meine Pflege aus. Manchmal ist auch die Selbstständigkeit unterschiedlich. Und ja, also wichtig ist, dass im Verlauf der Arbeit beobachtet wird. Hier gibt es eine Möglichkeit, dass diese Beobachtungen systematisch aufgeschrieben werden. Judith hat sich überlegt, dass die Auszubildenden vielleicht da ein Mindmap erstellen. Wie geht es dann weiter? Weiter geht es natürlich mit der Beurteilung und Bewertung des Pflegeplans. Also nochmal zusammenfassend, wir haben jetzt immer noch den Pflegeplan, der bereits vorlag. Also hier findet bereits auf der Grundlage der Beobachtung und der Erfahrung aus der Pflege heraus
Eine erste Bewertung des Pflegeplans findet hier statt. Die Frage wäre hier, trifft dieser Pflegeplan überhaupt auf die ausgewählte Bewohnerin zu oder ist der jetzt schon überarbeitungsbedürftig? Kann ich damit arbeiten? Und ja, inwiefern muss er dann überarbeitet werden? Der Arbeitsauftrag geht jetzt langsam dem Ende zu. Hier geht es darum, die Arbeits- und Lernaufgabe dahin weiterzuführen, dass der Pflegeplan entsprechend überarbeitet wird, gemeinsam mit der Praxisanleiterin. Auch dazu finden Sie Ausführungen im Rahmen Ausbildungsplan. Und ja, dass die Pflege dann gewissermaßen selbstständig nach Möglichkeit auf der Grundlage des überarbeiteten Plans weitergeführt wird. Ja, die Arbeits- und Lernaufgabe, je nachdem, wie lange Sie die mit der Auszubildenden durchführen, ob es jetzt 2 Wochen sind oder 3 Wochen, die sollte natürlich über einen längeren Zeitraum auch zwischenzeitlich mit Reflexionsprozessen begleitet werden, aber auf jeden Fall abschließend reflektiert werden. Und hier habe ich mal verschiedene Reflexionsimpulse nochmal zusammengefasst. Einerseits kann es einfach darum gehen, den Pflegeplan bzw. die Informationssammlung, die zuerst vorgenommen wurde, mal kritisch zu hinterfragen. Habe ich eigentlich alle Informationen gefunden, die ich brauche, um die Pflege durchzuführen? Was hat mir gefehlt? Was hat mir geholfen? Was ist vielleicht auch total unnötig oder aus meiner Sicht total unnötig? Denn diese Reflexionsprozesse, die bewirken ja auch vielleicht was in der eigenen Einrichtung. Also nutzen Sie das Lernen der Auszubildenden auch, um als Einrichtung zu lernen, ein Stück weit. Ja? Also so ein unbefangener Blick von Auszubildenden kann manchmal auf Dinge hinweisen, die eingeschliffen sind und die vielleicht auch mal überdacht werden könnten. Ein zweiter Reflexionsimpuls kann natürlich sein, dass nochmal die eigene Angemessenheit und Wirksamkeit der Pflege, die durchgeführt wurde, kritisch hinterfragt wird. Hier kann es ja durchaus der Fall sein, dass während der Pflege Handlungsprobleme aufgetreten sind, also die Auszubildende oder der Auszubildende nicht ja, wusste, wie er weiter oder sie weiter handeln soll, beziehungsweise ja, Tätigkeiten nicht durchführen konnte. Und hier haben Sie dann im Reflexionsgespräch zum Beispiel die Möglichkeit, Wissen aus der Schule nochmal mit einzubinden. Ja, geschickt im Gespräch zum Beispiel zu fragen, was haben Sie denn in der Schule zu dem Thema behandelt? Welche Alternativen könnten Sie sich vorstellen? So, okay. Das ist einmal kurz im Überblick die von Judith entwickelte Arbeits- und Lernaufgabe in ihrer Struktur, in ihrem Aufbau und ja, in ihrer Gestaltung inhaltlich. Das wäre vielleicht meine Bitte, nehmen Sie die nicht so als Rezept. Das ist eine Anregung für Sie. Sie können sich daran orientieren und können natürlich individuell aus Ihren Einrichtungen heraus die Aufgaben erstellen. Und Sie sollen ja auch gewissermaßen ja, die Einrichtung widerspiegeln und Ihr eigenes Lernangebot widerspiegeln. Ja, da sind wir wieder. Schön, dass Sie noch da sind. Und ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Das war sehr unterhaltsam, das war sehr kreativ gemacht. Dafür auch nochmal ein Dankeschön. Das braucht ja doch immer Vorbereitung, Ideen und Aufwand. Und auch das Zeichnen und das Herstellen. So, wir wollen die Zeit nutzen, die wir noch haben. Das sind 20, 25 Minuten ungefähr, um weitere Fragen zu beantworten. Und ich möchte gleich mit einer Frage beginnen, die ich direkt aus dem Chat lese. Das ist ein bisschen Kleindruck bei mir, ich muss mal genauer hinschauen. Wird im Orientierungseinsatz ein Pflegeplan nur gesichtet, beurteilt und evaluiert oder soll, / kann, ein Pflegeplan schon selbst unter Anleitung erstellt werden? Sie nicken schon, Herr Burber. Das ist jetzt Ihre Runde, wo Sie, glaube ich, immer anfangen mit den Antworten. Genau, ja, danke für die Frage. Die finde ich sehr gut. Und da hängen, also damit hängen verschiedene Punkte zusammen. Also einmal habe ich mich bei der Erstellung der Frage auf den Rahmen Ausbildungsplan bezogen. Darin sind schon handlungs- und situationsorientierte Aufgaben vorformuliert für einen Orientierungseinsatz. Und dort geht es darum, dass auf der Grundlage eines bestehenden Pflegeplans gepflegt wird. Aber
Wenn Sie zum Beispiel im Erstgespräch Lernvoraussetzungen von den Auszubildenden auch in Erfahrung gebracht haben, also zum Beispiel auch Dinge, die bereits im Unterricht in der Pflegeschule Thema waren, oder vielleicht sind es auch Auszubildende mit einer Vorerfahrung, mit einer Vorausbildung, oder Sie haben den Eindruck, die können das, dann können Sie natürlich auch in, ja, gemeinsam unter Anleitung zum Beispiel einen Pflegeplan entwickeln. Ja, aber Betonung wäre da meinerseits auf gemeinsam. Und was ich vielleicht machen würde, ist, ich würde den ein bisschen, ja, ich würde den noch nicht so komplex gestalten, wie wir es sonst aus der Pflege gewöhnt sind, sondern ich würde mir einzelne Pflegediagnosen oder Phänomene oder Probleme, je nachdem, womit die Einrichtung arbeitet, herausgreifen, die augenscheinlich sind, die von der oder dem Auszubildenden beobachtet wurden. Ja, also ich würde es ein bisschen reduzieren an Komplexität, um es mal auf den Punkt zu bringen. Mhm. Frau Westphal, mögen Sie das noch ergänzen? Ich finde die Frage auch total toll. Da ich hier an meinem Schreibtisch sitze, das ist ja der Vorteil im Homeoffice, habe ich den Rahmenausbildungsplan direkt neben mir liegen und habe ihm mal das Blatt entsprechend gerade rausgenommen. Und da steht es zum Beispiel auch, dass es ist unter dem Kompetenzbereich 1.2, ich lese das jetzt einfach mal vor, mit Pflegefachpersonen gemeinsam den Unterstützungsbedarf von zu pflegenden Menschen in grundlegenden Lebensaktivitäten ermitteln. Das ist ja sozusagen der erste Schritt. Also das ist da auch genannt. Wenn man sich den Rahmenausbildungsplan ganz genau anschaut, dann stellt man fest, ja, sie sollen nach einer vorhandenen Pflegeplanung pflegen, aber eben gewisse Aspekte aus dieser Pflegeplanung heraus auch durchaus schon teilweise übernehmen. Also immer in Begleitung, immer mit Praxisanleitenden an ihrer Seite, aber doch Schritt für Schritt an diese Planung herangeführt werden. Und da kann man, glaube ich, sich gut an dem Rahmenausbildungsplan entlanghangeln, um dann mal genau zu schauen, worum geht es. Da sind ja sogar die Tätigkeiten benannt. Also in diesem Fall ist es die körpernahe Unterstützung, für die dann eben Pflegeplan mit den Auszubildenden erstellt werden soll. Okay. Ja, wir gehen mal weiter in unserem kleinen Fragenkatalog. Worin besteht der Unterschied zwischen Arbeits- und Lernaufgaben und Lern- und Arbeitsaufgaben der Schule? Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage stelle ich mir manchmal auch, denn beide Aufgabentypen sind gar nicht so sauber voneinander zu unterscheiden. Man kennt es vielleicht in der Praxis als Praxisanleiterin, als Arbeitsaufträge von der Schule oder als Lernaufgaben. Der Unterschied ist im Groben der, dass Arbeits- und Lernaufgaben aus der Praxis entwickelt werden und reale Arbeitsprozesse dort die Grundlage bilden. Ja, und diese Aufgaben sind auch ein Stück weit betriebs- oder einrichtungstypisch. Also spezielle Dinge, die man in der Einrichtung lernen kann, die treten dort in den Aufgaben auf, während die Lernaufgaben von der Schule ein Stück weit berufstypisch sind. Also sie sind ein Stück weit allgemeiner gefasst und sie fokussieren oftmals auf die Verknüpfung von Theorie und Praxis. Da kann es zum Beispiel auch darum gehen, dass Dinge wie Dokumentationsunterlagen im Praxiseinsatz gesammelt werden oder Erfahrungen gesammelt werden, mit in den nächsten Theorieeinsatz gebracht werden, um sie dort aufzugreifen, zu reflektieren. Also nochmal wichtig, Arbeits- und Lernaufgaben sind aus praktischen Tätigkeiten entwickelt, in der Regel von Praxisanleiterinnen. Es wäre gut, wenn Praxisanleiterinnen entwickeln, weil die ja ein Verständnis davon haben, was sie täglich tun. Und diese Arbeitsprozesse sollen auch authentisch bleiben. Ja, die sollen nach Möglichkeit nicht verändert werden, aber bei der Aufgabengestaltung muss schon ein bisschen didaktisch überlegt werden. Und dafür haben ja die Praxisanleiterin ihre Qualifikation zur Praxisanleitung. Zur Anleitung. Ja. Das Vokabular ist schrecklich. Also ich finde, also Lern- und Arbeitsaufgaben und Arbeits- und Lernaufgaben, diesen Unterschied da rein vom Wort her zu finden, das ist schon sehr schwierig. Ne? Arbeits- und Lernaufgaben sind komplett in der Praxis verortet, während die Lern- und Arbeitsaufgaben ja Schule und Praxis verknüpfen. Also Arbeits- und Lernaufgaben werden in der Praxis gestellt, bearbeitet, ausgewertet. Und Lern- und Arbeitsaufgaben werden aus der Schule gestellt,
in der Praxis bearbeitet und häufig wieder zurück in die Schule getragen. Also das ist so ein übergreifendes Ding, aber Arbeits- und Lernaufgaben sind eben komplett in der Praxis. Wir nennen sie jetzt bei uns im Projekt immer ganz liebevoll die ALAs, auch um zu vermeiden, dass sie mit den Lern- und Arbeitsaufgaben verwechselt werden. Also, aber ja, mit diesen Vokabeln müssen wir wahrscheinlich leben. Die haben sich jetzt in den Rahmen Ausbildungsplänen so durchgesetzt, aber ist ein doofes Wort. Na, immerhin, die Reihenfolge ist anders. Vielleicht kann man sie daran ganz gut unterscheiden. Ne? Also erst kommt das Arbeiten, dann das Lernen auf der einen Seite und dann heißt es andersrum Lernen und Arbeitsaufgaben. Okay, aber danke auch für Ihr Verständnis. Das haben Sie, glaube ich, signalisiert. Nächste Frage lautet, wie kann ich mir die Nutzung der Arbeits- und Lernaufgaben in der Praxisanleitung vorstellen? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir erleben momentan ganz häufig, dass sich bei den Praxisanleiterinnen alles nur noch um die Arbeits- und Lernaufgaben dreht. Aber nehmen wir mal eine Torte oder einen Kuchen als visuelles Bild da, und die ganze Torte ist die Praxisanleitung und alle damit vorhandenen und zusammenhängenden Tätigkeiten, dann ist die Arbeit mit Arbeits- und Lernaufgaben nur ein Stück dieser Torte. Das heißt, Arbeits- und Lernaufgaben ist eine methodische Form, in einer Praxisanleitung tätig zu werden. Und wenn ich zum Beispiel als Praxisanleiter eine so umfangreiche Aufgabe, wie ich sie hier präsentiert habe, nutze, dann ist für mich selbstverständlich, dass im Rahmen dieser Aufgabenbearbeitung auch immer wieder Anleitungen stattfinden können. Ja, wenn es zum Beispiel Fragen gibt oder nochmal ein Beobachtungsauftrag reingegeben wird. Also Arbeits- und Lernaufgaben sind sozusagen eine Methode in der Praxisanleitung, ebenso wie eine Gruppen- oder eine Tandem-Anleitung oder wenn ich etwas demonstriere. Nur dass sie gewissermaßen auch über einen längeren Zeitraum bearbeitet werden können, vielleicht als Wochenthema bearbeitet werden können und ich noch verschiedene andere Anleitungsmethoden dort integrieren kann. Ja. Also das hängt ein bisschen vom Komplexitätsgrad dieser Arbeit und der Aufgaben zusammen oder ab. Die ich hier gezeigt habe, die ist sehr komplex, das muss ich mal dazu sagen. Es gibt doch Aufgaben, die sind deutlich kürzer und knapper. Oder ein Beobachtungsauftrag kann es ja auch sein. Und genau. Okay. Noch eine Ergänzung, Frau Westphal? Nö, eigentlich nicht. Gut, dürfen Sie auch sagen. Konnte ich Ihnen nicht sofort ansehen, aber verständlich. Gut, wir haben noch 3-4 Fragen. Es ist auch noch was neu im Chat angekommen. Da kümmern wir uns auch drum. Auf jeden Fall, wir freuen uns ja. Jetzt geht es um die Aufgaben für die Kompetenzentwicklung. Wie kann ich diese Aufgaben für die Kompetenzentwicklung der Auszubildenden nutzen? Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Eigentlich ist für die Praxisanleiterin, für die Praxisanleiter da schon ganz wichtiger Grundstein gelegt worden mit dem Rahmen Ausbildungsplan. Und wenn man sich mal da nach den verschiedenen Einsatzformen die vorformulierten Aufgaben anschaut, dann sind die eigentlich schon aufeinander aufbauend dort vorformuliert. Eine Stellschraube zur Kompetenzentwicklung ist, dass ich bei der Aufgabenformulierung und Gestaltung zum Beispiel an Situationsmerkmalen der Pflegesituation modifiziere. Das heißt, ich kann zum Beispiel verschiedene Personengruppen jetzt dort in diese Aufgabe noch mit einbinden. Ich könnte eine zu pflegende Person auswählen als Praxisanleiterin, die einen höheren Pflegebedürftigkeitsgrad hat. Ich könnte die Aufgabe so gestalten, dass die Auszubildenden nicht mit meiner Unterstützung den Pflegeplan erstellen, sondern selbstständig. Und ich ihn dann im Reflexionsgespräch nochmal diskutiere mit der Auszubildenden, mit dem Auszubildenden. Das sind so Ansatzpunkte, ja. Also über die Aufgabenstellung, und das greift vielleicht so ein bisschen die Frage von vorhin auf, muss ich das immer schriftlich machen? Das ist jetzt der Punkt, ne? Also kann ich das alles mir als Praxisanleiterin im Kopf überlegen und habe das so parat oder bringe ich es hier einmal aufs Papier? Ich bin hier eigentlich dafür, das einmal aufs Papier zu bringen und dann aber flexibel mit dieser Aufgabe zu arbeiten. Ja.
Oft wird gefragt, naja, nun sollen wir im ersten Ausbildungsdrittel nach Möglichkeit zu Pflegende auswählen, die einen geringen Pflegebedürftigkeitsgrad haben. Die haben wir aber nicht bei uns in der Pflegeeinrichtung. Das kann ich auch verstehen. Wir können ja nicht uns irgendwie zu Pflegende daher zaubern. Dann ist es so, dass gemeinsam gearbeitet werden könnte, also dass zum Beispiel die Pflegesituation gemeinsam mit der Praxisanleiterin gestaltet werden kann. Ja, da bin ich, also das geht ja gar nicht anders. Also einfach so ein bisschen flexibler denken, die Rahmenpläne geben uns viele Anregungen, mit denen wir flexibel arbeiten können. Das ist ja kein starres Gerüst und Konstrukt, was so eins zu eins umgesetzt werden soll in allen Punkten. Ja. Okay, vielen Dank. Und ja, also ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, mit den Auszubildenden selber ins Gespräch zu kommen, weil die natürlich am besten wissen, wie ihre Kompetenzanwendung gerade aussieht, in welchen Bereichen sie sich noch entwickeln müssen. Und wenn man eine vertrauensvolle Beziehung zu Auszubildenden aufbaut, dann sagen die einem das auch. Also da miteinander herauszufinden, okay, was ist bislang gelaufen, was habe ich schon gelernt, wo muss ich mich noch verbessern, welche Erfahrungen habe ich gemacht, was hat mich besonders bewegt. Was will ich vertiefen? Und also los, natürlich haben wir Pläne in der Praxisanleitung und auch in der Schule, aber es geht natürlich immer darum, auch an der Lebenswelt und an der Arbeitswelt, an den Erfahrungen, an den Erlebnissen, Erkenntnissen der Auszubildenden anzuknüpfen. Und auch das heißt natürlich, flexibel zu sein. Ich habe vielleicht einen wunderbaren Plan, was ich alles machen möchte, aber merke, da fehlt es noch an grundlegenden Kompetenzen, da muss ich natürlich einen Schritt zurücktreten. Oder es ist andererseits auch so, dass Auszubildende uns sehr häufig überraschen mit dem, was sie alles schon gemacht und erlebt haben und erfahren haben. Und dann kann ich eben auch getrost mal einen Schritt überspringen, weil das eben vielleicht schon angebahnt wurde. Ne? Also da wirklich miteinander zu agieren und das ernst zu nehmen, dass die Auszubildenden für ihre Ausbildung verantwortlich sind, dass sie ihren Lernprozess selber gestalten wollen, dass sie den Wunsch haben, gute Pflegekräfte zu werden. Deswegen sind sie ja in der Ausbildung. Und dann eben gemeinsam zu gucken, wie kriegen wir das jetzt hin und auch dann eben die Methoden, die Gespräche und so weiter dementsprechend zu gestalten. Ja, vielen Dank. Das ist schön, wenn Sie die Auszubildenden da nochmal mit hineinholen. Genau. Und es geht nicht nur darum, die müssen lernen und arbeiten, sondern das sind wachsende Menschen, die wollen auch etwas. Die wollen etwas erreichen. Die wollen gut sein in dem, was sie machen. Und das einfach auch nochmal mit einzubeziehen und sie da auch ganzheitlich zu sehen. Ja. Eine Frage noch, und zwar zum Praxiseinsatz jetzt. Kann ich die Arbeits- und Lernaufgaben auch für die Beurteilung des Praxiseinsatzes nutzen? Ja, das geht. Man kann an unterschiedlichen Ansatzstellen jetzt die Beurteilung vornehmen, also zum Beispiel an einzelnen Kompetenzen, die mit der Arbeits- und Lernaufgabe angebahnt werden sollten. Oder aber, dass, wenn jetzt die Aufgabe ein bisschen komplexer ist und darauf abzielt, dass eine Pflegesituation gestaltet werden soll, dann kann ich zum Beispiel auch diese Situation einschätzen, auch mit einem Feedback zum Beispiel. Ja. Also ich könnte im Vorgespräch mit Auszubildenden den Stand der Kompetenzentwicklung klären, so wie Andrea das auch gerade gesagt hat, dass sie sagen, vielleicht auch, ja, das und das kann ich gut, hier und da habe ich noch Probleme, das würde ich gerne noch üben. Dann nutze ich die Aufgabe für die Pflegesituation durch anhand der Aufgabe und kann dann nochmal ins Feedback-Gespräch gehen. Also mit der Beurteilung ist jetzt nicht immer die Notenvergabe gemeint, im klassischen Sinne, sondern wirklich den Lernfortschritt auch aufzeigen zu können. Ja, und was damit auch gut geht, ist, wenn man Arbeits- und Lernaufgaben nochmal wiederholt. Also das heißt ja nicht, dass ich die nur einmal durchführen muss. Ich kann die ja auch häufiger durchführen lassen. Und gerade da sehe ich ja dann auch Entwicklung, zum Beispiel in der Selbstständigkeit oder in der Kompetenz, die mit dieser Aufgabe angebahnt werden sollte. Können ja kommunikative Kompetenzen sein oder. Wir haben ja so viele Möglichkeiten der Aufgabengestaltung. Also ein Feedback zum Beispiel als Rückmeldung. Noch eine Idee, Frau Westphal? Etwas, was mir wichtig ist. Also wenn es um Notengebung geht, dann finde ich, müssen natürlich den Auszubildenden die Gelegenheit gegeben werden, das, was da benotet wird, auch vorher zu üben. Also es ist fies, wenn sie in irgendeine Aufgabe oder eine Situation geschmissen würden und dann gesagt wird, so bewältige das und dann benote ich dich hinterher. Also
Deswegen, Stefan hat das eben schon angedeutet, aber ich kann auch etwas mehrmals machen und am Ende dann vielleicht bei der letzten oder bei einer fortlaufenden Fortführung dann das benoten. Und das Zweite, ich muss den Auszubildenden von vornherein auch im Praxiseinsatz sagen, wie kommt die Note zustande? Das muss transparent sein. Mhm. Also irgendwie zu sagen, okay, heute habe ich dir die und die Note gegeben und du hast das vorher gar nicht erfahren, dass das heute der Tag ist, das ist fies. Ne? Also ja. Das meinte ich vorhin auch, damit es muss ein Konzept geben, wann werden welche Noten gegeben und das muss den Auszubildenden auch transparent sein. Also diese beiden Aspekte, Transparenz und Übungsmöglichkeiten, das ist mir ja. wichtig. Und dann können natürlich Arbeits- und Lernaufgaben auch dazu gezählt werden, wenn sie gut mhm. vorbereitet werden mhm. und wenn das Ganze transparent ist. Auch die okay. Kriterien, nach denen das benotet wird, die müssen natürlich mhm. transparent sein. Okay, ja, vielen Dank, vielen Dank. Eine Frage, die lese ich aus dem Chat jetzt gerade gleich nochmal vor, weil sie während unseres Gesprächs gekommen ist. Also erstmal gibt es ein Dankeschön für die Präsentation. Das reiche ich gerne an Sie weiter. Lesen Sie den Satz nachher gerne nochmal mit Genuss. Ich möchte wissen, ob und wenn ja, wie mit starken Emotionen umgegangen wird, auf die die Azubis gegebenenfalls nicht vorbereitet waren. Das heißt, hier kommen wir in einen neuen Bereich nochmal rein. Es gibt noch eine zweite Frage, aber vielleicht erstmal diese Frage. Ist nicht so ganz einfach aus dem Stegreif zu beantworten, aber vielleicht gibt es eine Richtung. Wer von Ihnen zuerst antworten mag? Also, ja, ich würde da im, ja, ich würde also die Emotionsebene im Reflexionsgespräch direkt ansprechen, also vorsichtig eben ergründen oder erstmal die Darstellung der Auszubildenden erfragen. Also was steckt jetzt hinter diesen Emotionen aus der Situation heraus, und würde da als Praxisanleiter gar nicht so viel kommentieren, sondern würde versuchen, die Selbstreflexion der Auszubildenden erstmal, also erstmal muss diese Situation aufgefächert werden, dass klar wird, aha, also da drin liegt jetzt der Ursprung für diese Emotion. Das kann ja alles mögliche, ich will das jetzt gar nicht interpretieren. Ja, also das finde ich wichtig. Und dann, um dann zu schauen, in dem nächsten Schritt, wie gehe ich mit diesen Emotionen um? Na, also wie wirken die sich aus, vielleicht auch auf mein pflegerisches Handeln, und brauche es da über eine lange Sicht vielleicht auch Strategien zum Umgang mit diesen Emotionen. Aber dieser Prozess braucht Zeit. Also das würde jetzt nicht in einer im Reflexionsgespräch alles, das muss man jetzt hier kompakt bearbeiten und dann ist das Thema abgehakt, sondern das, da würde ich längerfristig dran arbeiten. Mhm. Also je nachdem, wo jetzt der Ursprung liegt. Das, manchmal sind das ja auch so familiäre Pflegeerfahrungen, die gemacht wurden, und dann wiederholt sich so ein Bild in der Pflegepraxis, und also es kann alles Mögliche sein. Ja, ja. Frau Westphal, aus Ihrer Sicht noch was zu ergänzen? Ja, mir ist bei der Frage nicht ganz klar, ob es um die Emotionen der Auszubildenden geht oder um die Emotionen, denen Auszubildende begegnen, also von zu pflegenden Menschen oder Angehörigen, die dann natürlich auch wieder Emotionen ausleben, aber ist vielleicht auch gar nicht so wichtig für die Beantwortung. Also ich glaube, die Stärkung, so wie Herr Burber das eben sagte, der Reflexionskompetenz ist da ganz von entscheidender Bedeutung. Und Praxisanleiterinnen sind diejenigen, die diese Fähigkeit bei ihren Auszubildenden fördern, also diejenigen, die dann da diese Situation entweder in der Situation selber mal kurz betrachten und sagen, was läuft hier eigentlich gerade, was passiert hier und wie geht's mir dabei und was denken, fühlen, erleben, deuten denn hier die Beteiligten, oder aber dann nochmal ausführlicher hinterher, also sich wirklich hinzusetzen und zu überlegen, was war da los, also was ist da passiert, und diese Situation mal von allen Seiten zu reflektieren, wie habe ich sie erlebt, wie hast du sie erlebt, wie haben die anderen Beteiligten sie erlebt, was steckt möglicherweise dahinter, was hilft uns mit dieser Situation umzugehen, wie haben wir gehandelt, wie würden wir jetzt im Nachhinein handeln, welche Alternativen hätte es gegeben, um das dann eben auch zu arbeiten und eben auch etwas daraus zu lernen, um aus diesem Erlebnis eben eine Erfahrung werden zu lassen und dann irgendwann eine Erkenntnis. Das erfordert von Praxisanleiterinnen viel. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was wir auch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren noch verstärkt zum Thema machen müssen, auch in den berufspädagogischen Fortbildungen. Also die
diese Gespräche führen und da in eine Ebene kommen, auch andere Wege als den eigenen zuzulassen und mit den eigenen Emotionen, die ich als Praxisanleiterin natürlich auch habe, auch klarzukommen. Und das im Gespräch auszuhandeln, ja, das ist viel. Es gibt bei dieser Frage noch einen zweiten Teil, den würde ich auch gerne noch stellen. Und dann hatten wir noch zwei Abschlussfragen miteinander besprochen. Da würde ich dann Sie sozusagen auch nochmal drum bitten. Gibt es über ALAS, Reflexionsgespräche etc. eine systematische Auseinandersetzung hiermit? Also auch mit Emotionen, das ist der zweite Teil dieser Frage. Und durch Sie eine Heranführung an diese große Herausforderung? Hui, schwierig. Also was man vielleicht bedenken könnte, wenn ich jetzt mit Arbeits- und Lernaufgaben arbeite und wähle Pflegesituationen aus, die vielleicht emotionsreich sein könnten. Also ich denke jetzt mal an so kritische Lebenssituationen, in denen sich zu Pflegende befinden können, zum Beispiel auch im Sterbeprozess, dann würde ich, glaube ich, im Vorgespräch der Aufgabe, würde ich dort darauf vorbereiten. Ich würde das nicht, also ich würde nicht die Auszubildende mit in die Situation nehmen, so wie sie ins kalte Wasser zu werfen und dann zu schauen im Reflexionsgespräch, naja, wie ging es denen damit? Also da finde ich schon Vorbereitung wichtig an der Stelle, aber ansonsten. Vielleicht hat Frau Westphal noch eine Idee und ergänzt gleich mal. Wir müssen es ja auch nicht erschöpfend beantworten, sondern ne, so ein erster Gedanke dazu. Also ich würde Reflexionsgespräche systematisch verankern und auch im Team auch systematisch verankern, dass Auszubildende auch erleben, es ist völlig normal und gut, auch über Emotionen zu sprechen. Sei es im Dienstgespräch, im Außengespräch, in der kollegialen Beratung, bei Fallbesprechung, Supervision, wie auch immer. Also dort auch, dass sie erleben, nicht nur ich als Auszubildende muss ständig meine Emotionen reflektieren und wie ich jetzt hier gerade die Situation erlebt habe, sondern das machen Pflegende ganz selbstverständlich und auch die gehen mit Emotionen um, mit den eigenen und mit denen der zu pflegenden Menschen und das eben systematisch einzuplanen und zu verankern im Team, das finde ich total wichtig. Ja, okay. Jetzt haben wir uns dem Thema so intensiv gewidmet. Beim Blick auf die Uhr wollen wir auf der einen Seite die zwei letzten Fragen auch noch beantwortet haben. Vielleicht, ich teile sie jetzt einfach mal auf mit den Fragen. Ein kurzes Schlusswort gibt es auch noch und wahrscheinlich haben sich manche eingestellt auch darauf, dass wir annähernd pünktlich zu 11.30 Uhr fertig sind. Vielleicht an Herrn Burber die Frage, was ist im Moment so die größte Herausforderung in dieser generalistischen Ausbildung? Und an Frau Westphal, Sie vielleicht die Frage, wo stehen Sie sozusagen gerade in der Umsetzung? Vielleicht gibt's, sagen Sie da, das ist die Anfangsphase und was kommt jetzt wohl als nächstes? Ich hätte Sie beide gerne dazu gehört, aber wir haben gemerkt, Sie haben ein sehr gemeinsames Verständnis, deshalb machen wir das an dieser Stelle so. Vielleicht Herr Burber, mögen Sie anfangen. Was ist die größte Herausforderung aus Ihrer Sicht in dieser generalistischen Ausbildung? Ja, also es sind mehrere Herausforderungen, um es gleich mal so zu sagen. Aber ich sehe zwei Seiten auf jeden Fall. Eigentlich sind es noch ganz viel mehr Seiten, aber zwei Seiten, die ich so zentral sehe. Einmal auf Seiten der Schule ist jetzt wirklich immer noch weiter an den Curricula zu arbeiten und auch ein Stück weit Druck, den ich erlebe, Dokumente zu entwickeln für die Praxis, zum Beispiel, ob das ein Ausbildungsnachweis ist oder ein Bogen für qualifizierte Leistungsbeurteilung oder. Also es ist ein Entwicklungsdruck, der natürlich auch unter dieser besonderen Lage, online-basierten Unterricht jetzt gestalten zu müssen, natürlich noch an Brisanz zunimmt. Also das an der Schule sehe ich und in der Praxis sehe ich ein Stück weit vielleicht etwas Neues kommt auf uns zu und wir wissen noch gar nicht so richtig, damit umzugehen, beziehungsweise wir kennen noch nicht alle Details, um das mal auf den Klarpunkt zu bringen. Was ich ganz wichtig sehe, ist gerade die Auseinandersetzung mit den neuen Kompetenzen zum Beispiel und bei Praxisanleiterinnen auch die Frage, habe ich überhaupt genug Zeit dafür? Okay. Vielleicht natürlich auch immer noch die Suche nach Kooperation, natürlich, ja. Also von Seiten der Träger der praktischen Ausbildung.
Da gibt es ja so ein paar problematische Einsatzbereiche, also pädiatrische Einsatzbereiche, die immer noch nicht flächendeckend da sind. Okay, wo, in welcher Phase finden Sie, steckt die Umsetzung jetzt, Frau Westphal, und was ist die nächste Phase vielleicht? Wir haben gestartet mit ganz vielen inhaltlichen Fragen. Also Anfang, Ende 18, Anfang 19. Jetzt in der Zwischenzeit wurden wir ganz stark mit organisatorischen Fragen konfrontiert. Und da stecken im Moment viele Schulen und Einrichtungen, also Kooperationspartnersuche, Vertragsgestaltung, Dokumentation, Aufgaben machen und so weiter, sodass die Inhalte ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Das wird als nächstes wieder kommen, hoffe ich. Und auch da werden wir nochmal dran müssen und gucken, passt das, was wir inhaltlich bislang gemacht haben? Sind die Curricula für die Theorie und aber auch für die Lernortpraxis so, wie sie sein sollen? Also da inhaltlich nochmal mehr reinzuschauen, das wird die Aufgabe. Und was mir auch ganz wichtig ist, was uns immer so, was so quer liegt zu allem, was wir tun, wir setzen uns im Grunde wieder neu mit Pflege auseinander. Also da ein berufliches Selbstverständnis zu entwickeln. Was ist Pflege überhaupt? Was ist diese neue generalistische Pflege? Wir sind es ja alle nicht, die wir irgendwann mal einen Pflegeberuf erlernt haben. Wir kommen ja aus einer bestimmten Ecke. Aber wie können wir da hinkommen, dass wir ein gemeinsames Pflegeverständnis entwickeln? Und wie definieren wir auch die Beziehungen zu allen anderen Bezugsdisziplinen? Das ist, glaube ich, so die große Herausforderung. In der nächsten Zeit, ich sag mal nicht Wochen oder Monate oder so. Ja, okay, ja, okay. Ganz herzliches, großes, dickes Dankeschön an Sie beide, dass Sie sich all diese Fragen gestellt haben und natürlich Ihnen gutes Gelingen bei der Arbeit, beim Voranbringen, bei der Umsetzung dieser Pflegeberufe-Reform. Und natürlich, das gilt Ihnen und das sage ich nachher für alle auch, bleiben Sie gesund und auch guter Dinge in dieser Zeit. Vielen, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, das war jetzt doch eine schnell verflogene Zeit. Deshalb zum Schluss, wir haben noch eine Bitte an Sie. Und zwar, dass Sie uns ein Feedback geben. Einfach gerne nochmal in den Chat hineinschreiben. War das hilfreich für Sie? Sie dürfen auch ein kurzes Dankeschön schreiben. Sie dürfen auch mehr als einen Satz schreiben. Schenken Sie uns Ihr Feedback zu dieser, unserer Veranstaltung. Und ja, ein Dankeschön dafür schon mal. Dann, es gibt eine Aufzeichnung, habe ich zu Anfang dieser Veranstaltung gesagt. Ja, es gibt eine Aufzeichnung dieser Veranstaltung. Und wenn Sie angemeldet sind, bekommen Sie nachher, wenn Sie sich abgemeldet haben, über den Newsletter einen Link. Wenn Sie den Newsletter noch nicht bekommen, dann können Sie den anfordern. Und ich sage Ihnen jetzt eine E-Mail-Adresse, die Sie sich notieren können. Wenn Sie sich dort melden, bekommen Sie auch diesen Link für die Aufzeichnung. Die lautet pflegereform@agentur-medienlabor.de. Ich wiederhole das natürlich nochmal. Pflegereform.agentur-medienlabor.de. Ja, und Sie sehen hinter mir auch die Seite vom Ministerium. Auch da können Sie drauf schauen. Da gibt es die Präsentation, die in unseren Inputs zu sehen waren. Und die finden Sie dort auch und noch viel mehr Material aus den vorangegangenen Veranstaltungen. Ja, dann bleibt mir fast nur zu sagen, dass ich Ihnen einen schönen Tag wünsche. Aber es gibt noch einen Hinweis und den möchte ich unbedingt noch loswerden. Es gibt noch eine Veranstaltung, die dauert dann auch länger und zwar am 11. Dezember. Ja, wenn Sie wahrscheinlich alle Weihnachtsgeschenke hoffentlich schon gekauft haben. Am 11. Dezember ist ein Freitag, 10 bis 14:30 Uhr dann unter dem Thema aktuelle Herausforderungen der Pflegeberufereform und die Rolle der Pflegeassistenzberufe. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. 11. Dezember, 10 bis 14:30 Uhr. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen wirklich einen angenehmen, gelingenden Tag. Und verstehen Sie das bitte richtig, wenn ich sage, bleiben Sie positiver Dinge, guter Dinge. Positiv getestet möchte im Moment niemand werden in unseren Corona-Zeiten. Aber wir wollen alle gesund bleiben. Das wünsche ich Ihnen auch, dass Sie Kraft und Energie haben für Ihre Aufgaben, für Ihre Arbeit und bei allen Einschränkungen trotzdem positiv denken. Ich hoffe, wir sehen uns wieder am 11. Dezember. Alles Gute für Sie und auf ein Wiedersehen.